Das ist mein Mann Christoph. Eigentlich trägt er in der Küche keinen Anzug. Aber für den Fototermin haben wir uns mal wieder in Schale geschmissen. Ich bin Katrin und ich habe mein kleines Schwarzes angezogen, weil es unsere Freude an der neuen Küche am besten rüberbringt. Wir tun so, als wenn wir gerade aus der Oper kommen. Und deswegen übernachten die Kinder bei der Oma. Auch Edifix trägt passend zu uns schwarz-weiß. Klar, wir sind Asterix-Fans. Und bei jedem neuen Gallier-Rätsel im Möbelmacher-Newsletter sichern wir uns neue Brotzeitbrettchen. Diese Küchenfotoaktion haben wir uns nicht ganz so aufwendig vorgestellt. Aber zusammen mit Praktikantin Lisa haben wir es dann doch ganz gut hingeschickt, oder? Aber fangen wir ganz vorne an. Unsere alte Küche war schon ziemlich durch. Dreimal umgezogen und dann nochmal eingebaut, weil wir auf das nötige Kleingeld für die perfekte Lösung warten wollten. 5 Jahre später habe ich die Möbelmacher zufällig in unserer Lieblingskletterhalle in Hersbruck wiederentdeckt, weil mir der Brennstempel auf den schönen Tischen auffiel. Gleich daheim auf der Homepage gestöbert und am nächsten Tag nach der Arbeit spontan in Untergrumbach reingeschaut. Die Eichenküche in der Ausstellung und die gesamte Küchenphilosophie hat mich total begeistert. Am nächsten Samstag, nach einem nervenzehrenden Küchentrip durch die üblichen Möbelhäuser, überzeugte ich meinen Mann doch noch, bei den Möbelmachern reinzuschauen. Wir machten eine kleine Führung durch die Werkstatt und das regionale Musterhaus und haben das erste Mal ein Teppanyaki im Einsatz gesehen. Von da an kam für uns beide keine andere Küche mehr in Frage. Okay, die gar nicht so kleinen Probleme mit dem gemeinsam festgelegten Budget konnten wir nach einigen Anläufen und glücklichen Zufällen dann doch noch lösen. Wir konnten ein Teppanyaki und einige andere Geräte günstig aus der Ausstellung übernehmen und als Korpusmaterial wählten wir eine preiswerte, industriell gefertigte Massivholzplatte. So war auch das wichtigste Gerät zur Kinderernährung noch finanzierbar, der geniale Druckdampfgarer, der seit seinem Einbau mehrmals täglich für uns arbeitet. Uns war klar, je eher wir uns für die Wunschküche entscheiden, desto länger werden wir zusammen mit unseren Kindern Freude daran haben. Und überleben wird sie uns sowieso. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir den Teller damals so gern nutzen. Ich wollte ihn ja nicht haben. Ne? Wir kochen ja öfters mal für uns was anderes wie für die Kinder. Aber und wenn dann das eine doch schneller fertig ist, als das andere, wo er mich schon blade aufreihen, warum halten es einfach so praktisch. Ja. Wegen der leider ausgefallenen Werkstatttage 2020 konnten wir einen der speziell dafür gefertigten Tische mit der gleichen Kante wie unsere Kücheninsel zum super Preis ergattern. Das Kochen mit unseren Kindern haben wir in Untergrumbach einfach ausprobiert und Marie und Emil waren von der neuen Küchenidee restlos begeistert. Was war das vorher jetzt? Eine? Kartoffel. Sehr gut. Sie haben Kartoffelchips gebraten, Hefeteig in der Ankersrum-Küchenmaschine gemacht und wunderbare Stunden vom Pfannkuchen bis zum Fladenbrot vom Teppanyaki erlebt. Wie soll das werden? Ein Hefeteig, ein Pizzateig. Als Erzieherin ist mir die spielerische Heranführung an das Kochen besonders wichtig. Denn dann wird Kochen nicht als Arbeit, sondern als gemeinsames Ritual zum gesunden und genussvollen Essen wahrgenommen. Wer als Kind das Kochen gelernt hat, findet überall schnell Freunde und das gemeinsame Essen ist genau das, was unsere Welt über alle Grenzen hinweg verbindet. Und wo sollen Sie es heute noch lernen, wenn nicht in unserer neuen Küche? Da kochen Sie sogar schon mal selbstständig und sind dann mächtig stolz darauf. Aber auch wir wollten was dazulernen und besuchten den nächsten Küchenworkshop. Gerade der Austausch mit anderen, total netten Kunden und die vielen Dampfgarer-Tipps auch von Ute Danzer bestätigten uns nochmal in unserer Entscheidung für den ziemlich teuren Druckdampfgarer. Nicht nur Nudeln McCheese, sondern sogar das vorher verachtete Kartoffel-Karottengemüse wird jetzt gern gegessen. Am Anfang unserer Küchensuche dachten wir, wir brauchen ein paar Möbel, gerne aus Massivholz, ein Kochfeld, ein Backofen und eine Spülmaschine. Aber bei den Möbelmachern haben wir erfahren, dass eine Küche eigentlich ganz anders zusammengesetzt ist. Aus Begeisterung fürs Kochen, aus Lebensqualität, aus ergonomischen Arbeitsabläufen und aus Freude an besonderen Ideen. Die beste hatte ich übrigens selbst, als ich Herwig gebeten habe, in unser Kochbuchregal ein Loch reinzuschneiden. Dank der Beleuchtung ist es jetzt ein Eyecatcher unserer Küche. Auch das leichte Tassenregal über der Kaffeemaschine statt eines zusätzlichen Oberschranks macht uns Freude. In unserer Küche sind nur noch die Dinge untergebracht, die wir wirklich brauchen.
Seit dem Fototermin haben wir in der Küche jede Menge tolle Abende mit Freundinnen und Freunden erlebt. Aber ich genieße auch die Abende zu zweit, wenn Christoph kocht und wir gemeinsam ein Glas Wein trinken. Das ist unsere Küchengeschichte und sie ist so echt wie mein Mann und unsere Kinder. Wenn sie Fragen an uns haben, werden die Möbelmacher diese an uns weiterleiten. Und wir beantworten sie gerne. Oder wir sehen uns vielleicht auf einem Workshop. Ist noch eine Verabschiedung? Kauf die Küchen!